Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 170. Let's Play auf Leeches. Wir starten mit E4 und wir spielen mit Play It Again. Nein, er spielt Sizilianisch. Das darf doch nicht wahr sein, dass diese Leute nicht verstehen, dass Sizilianisch keine gute Eröffnung ist. Das ist, das spielt doch was Gescheites, nicht Sizilianisch. Mann, oh Mann. Mei, oh mei, wird mein Trainer sagen. Ah, gut, okay. Er will es jetzt hier anders spielen. Das war jetzt natürlich alles im Spaß zu verstehen. Ne? Sizilianisch ist natürlich eine gut spielbare Eröffnung. Ich halte trotzdem nichts von ihr. So, okay. Ja, möchte da irgendwas möchten. Okay, erstmal Läufer nach E3. Ja. Dann tauschen wir doch alles ab, ist okay. Ja, Dame kommt raus. Ja, der ist vielleicht echt unangenehm. Den möchte man vielleicht nicht zulassen, dass der Springer da erscheint. Ja, Springer D2 hätte es doch auch getan. Aber wobei, nee, dann kommt Läufer B4 und fesselt den. Ja, dann kann ich immer noch C3 spielen. Jetzt kommt er mit dem Schach da. Das Schach bringt doch nichts. Das Schach bringt doch nichts. Jetzt könnte ich sogar überlegen, ob ich irgendwie Fallen aufstellen. Aber nee, ich muss einfach G3 spielen. Einfach G3 spielen. Er kann Dame H3 spielen, um mich von Rochade abhalten, aber nicht von Dauer. Nicht von Dauer, denn wenn er mich dazu arg abhält, dann husche ich vielleicht groß. Wer weiß. Ansonsten wahrscheinlich Springer F3, Springer G5, irgend sowas. Aha, er möchte mich unbedingt von beiden Rochaden abhalten. Gut, komm, gehen wir ins Endspiel. Das mögen doch Sizi-Spieler immer nicht so, wenn man ins Endspiel geht. Das können sie gar nicht ab. Deswegen spielen wir Dame F1. Bieten das Endspiel. Ah, das möchte er nicht. Ja, das wundert mich nicht, dass er das nicht mag. Komm, gehen wir ins Endspiel. Na komm, Sizi-Spieler. Ah. Möchte ein Remis. Ja, okay. Er möchte kein Remis. Ich habe es mir schon fast gedacht. Das ist wieder so typisch Sizi-Spieler, ne? Okay. Jetzt kann ich dann gleich klein ruschieren. Ja. Und er sollte auch zur Vernunft kommen und nicht mehr Sizilianisch spielen. was ist das wieder? Ja, er möchte da drohen, aber ist es schlimm? Nein, es ist nicht schlimm, weil sein Tor, beziehungsweise das Schach da droht. Er darf. Ich habe gerade gesagt, er darf das eigentlich so nicht spielen. Das ist, jetzt ist sein König ganz draußen. So, das kann doch nicht gut sein, was er da macht. Was, wenn ich jetzt den mache? Irgendwo geht er da doch jetzt ein. Wenn er mit dem Springer schlägt, kommt der Schach. Das ist gut. Das sollte gut genug sein. Was macht der Sizi-Spieler denn jetzt? Hm? Was macht der Sizi-Spieler denn jetzt? Und wenn er irgendwie mich angreift, dann kann ich einmal Schach geben und dann den Läufer schlagen. Zum Beispiel. Na, vielleicht schlage ich auch. Hm. Mein Läufer hängt natürlich auch. Ja, und wenn er hier schlägt, dann nehme ich mir den Turm mit Schach, gebe dann danach nochmal Schach und mache Läufer nach F2 und dann sollte hoffentlich alles sicher sein. Den macht er aber, der ist doch. Macht tatsächlich den. Wahnsinn, ne? So sind diese Zielspieler. Was ist jetzt das Beste? Also erstmal Schach geben wahrscheinlich. Ja, komm nochmal raus, jetzt die Spieler. Komm, komm, komm. Und dann ist die Frage. Schlägt, schlägt. Er hat am Ende vielleicht den. Nee, da ist doch nichts. Komm, ich nehme den mit und dann nehme ich den.
Und dann droht da hinten matt. Er kann nicht nach vorne ziehen. Er kann nicht nach vorne ziehen, weil da hinten matt droht. Ah, die Sitzi-Spieler. Aber das sehen sie dann. Das ist interessant, ne? Das sehen sie sofort. Das ist bei denen wie Reflex. So. Ich weiß, er möchte mit dem drohen. Das ist mir schon klar. Ich überlege gerade nur, welchen Turm ich rüberziehe. Vielleicht tatsächlich den. Dass da alles möglichst sicher bleibt da drüben. Aber es wird gefährlich, aber nicht so gefährlich, weil doch einfach der Bauer hängt. Was ist denn los mit den Sitzi-Spielern hier? Ja, jetzt sollte ich doch auf Gewinn stehen, oder nicht? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwie. Aha. Gehen wir mal dahin, dass er mit der Dame nichts machen kann. Das ist ganz wichtig bei Sitzi-Spielern. Immer darauf achten, dass sie mit der Dame nichts machen können. Dann drehen sie durch. Ja, ihr merkt meine gelinde Antipathie gegen Sitzi-Spieler. So, da, wie machen wir das denn am besten? Dann wieder da hinten rein. Ach, was will er denn schon machen? Nehmen wir so rum. Jetzt gucken wir erstmal. Ach, da, so. So macht er das, okay. So macht er das, das Sitzi-Spieler. Ja, machen wir den. Alles gedeckt halten. Ich kann auch vielleicht da nehmen. Jetzt nehmen wir auch einfach irgendwo mal. Sonst denken ja die Sitzi-Spieler, sie können sich alles erlauben. So. Den, den. Ja, sie wollen ja immer Schach geben, das ist schon klar. Ja, mein Springer sollte jetzt eher. Klar, er möchte hier mit diesem Schach drohen. Ah. Ist immer wieder interessant, wie die Sitzi-Spieler es schaffen, solche Stellungen wie diese zu generieren. Wie aus dem Nichts, ne? Wie aus dem Nichts. Okay, dann nehmen wir mal da raus. Er kann jetzt hier schlagen und dann wird's matt. Und das sieht er wahrscheinlich. Das sieht er. Ah, die Sitzi-Spieler, ey. Die Sitzi-Spieler. Ah, ey. Ja. So, das ist die Frage hier, was hätte ich hier besseres machen können? Weil andernfalls kommt eben hier das Schach mit dem Turm. Das ist auch eine. Irgendwie, das war hier schon. Ja, irgendwie war das hier schon schlecht. Ja, sobald der Springer reinkam, war es einfach. Und auch mit dem Bauernvorstoß. Ja, das, die sieht sich wieder so in Angriff. Das ist. Hier müsste eigentlich totaler Verlust stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann war es wahrscheinlich doch falsch, den Läufer zu nehmen. Einfach einen Springer nehmen. Schlägt, schlägt, dann Dame hier hinziehen oder so. Oder den Bauern rausschlagen. Nee, ich muss ja erst meinen. Ja, genau. Oder erst dahin ziehen, dann hängt erstmal der Turm. Ja, gut. Meine Rache wird kommen an den Sitzi-Spielern. Also, ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.